Herzlich willkommen zum Perform Better Podcast. Mein Name ist Ruven Bürgel. Bei mir heute zu Gast zum zweiten Teil ist Egenhard Kies. Herzlich willkommen, Egenhard. Herzlich willkommen, Ruven. Ich freue mich auf unseren zweiten Teil. Wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, dort gehe ich ein wenig am Anfang auf deine Bio, auf deine Credibility ein. Seit über 20 Jahren in dem Beruf tätig, seit über 20 Jahren danach bestrebt, die Qualitätsstandards positiv zu beeinflussen. Und wir haben schon eine Menge über die Preisgestaltung gesprochen im ersten Teil. Gehen wir jetzt mal mit der ersten Frage auf das Thema Kundenverträge ein. Welche Empfehlung kannst du den Personal Trainern hierzu geben? Worauf sollten sie da achten? Also grundsätzlich halte ich es für sinnvoll, dass wir mit unseren Klienten einen Vertrag abschließen. Auch wenn ich großer Fan davon bin, shake hands, wir arbeiten zusammen. Ich sage auch immer so schön in meinen Fortbildungen, Personal Training muss simpel sein. Deswegen bestehen beispielsweise meine AGBs, die heißen nicht mehr AGBs, aus einer einzigen Seite. Und ich bin manchmal erstaunt, wenn ich von Trainern AGBs sehe, die gehen 6 Seiten lang, Schriftgröße 6, dann frage ich mich, was da immer drin steht. Und als allererstes möchte ich eine Empfehlung geben, dass der Trainer, das ist übrigens in meiner Wahrnehmung ein wichtiges Erfolgstool, nämlich Perspektivwechsel einzugehen. Was heißt Perspektivwechsel? Zum einen sollte jeder erfolgreiche Personal Trainer engagiert selbst einen Personal Trainer. Das heißt, also er bucht selber mal einen Trainer, um in der Klientenrolle zu sein. Wenn ich in der Klientenrolle bin, spüre ich ja genau, was eigentlich das Geniale an Personal Training ist. Man kriegt ganz viele Ideen und Anregungen für mein eigenes Business. Und genauso sollten wir das mit unseren vertraglichen Vereinbarungen machen. Wenn ich die erarbeite selber oder von einem Anwalt schreiben lasse, dann lese ich die als erstes und überlege, nett formuliert, fühle ich mich als Klient dort gut aufgehoben und verstanden? Oder steht dort immer drin, der Klient muss, sie müssen und der Personal Trainer muss eigentlich gar nichts? Das, denke ich, sollte als erstes berücksichtigt werden. Also klientenfreundlich formulierte AGBs erstellen. Und dann müssen natürlich, ich sag mal, die wesentlichen Grundlagen der Zusammenarbeit dort wiedergegeben werden. Das heißt, was ist mit kurzfristigen Absagen bei Trainingseinheiten oder mit Nichterscheinen? Was ist bei Krankheit? Welches Honorar muss der Klient zahlen zuzüglich Mehrwertsteuer? Gibt es Fahrtkosten, die berechnet werden? Oder wie wir im ersten Teil schon besprochen haben, gibt es womöglich eine jährliche, zwei- oder dreijährliche Erhöhung des Honorars, damit der Klient einfach weiß, okay, das ist die Basis der Zusammenarbeit und mit dieser Basis fühle ich mich sehr wohl und das können wir gerne so machen. Und deswegen halte ich es für sinnvoll, dass wir so etwas haben und der Klient entsprechend uns unterschreibt und bestätigt, dass er das gelesen und verstanden hat auch, damit es eben keinen Ärger gibt. Ich finde den Punkt sehr wichtig mit den kurzfristigen Absagen. Da möchte ich gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen kurz. Für alle bereits aktiven Personal Trainer, die wissen, wie frustrierend es sein kann, und wie wichtig es ist, dass eben entweder Termine eingehalten werden oder dass es irgendwie ein Cap gibt, dass es ein Limit gibt, was abgesagt werden kann, ohne dass der Kunde dafür zahlt. Weil wenn man im Sinne des Dienstleisters immer wieder versucht, dem Kunden gerecht zu werden und sagt, hey, du kannst auf morgen verschieben, auf später verschieben, ich stelle dir das nicht in Rechnung, kein Problem, funktioniert auf Dauer nicht. Man tut sich damit selbst überhaupt keinen Gefallen. Dem Kunden gibt man eventuell, wenn man es nicht richtig kommuniziert, das Gefühl, er kann das jederzeit mit einem machen. Genau. Man wird dann nur noch hin und her geschoben und dann guckt man eben, wo passt mein Trainer mal rein, wann passt es mir ganz gut. Und davor kann ich nur warnen. Also man muss darauf achten, dass es da ein Limit gibt, dass man nur ein Beispiel, dass man sagt, es kann innerhalb von 8 Trainingseinheiten eine Einheit kostenlos abgesagt werden. Somit weiß ich als Personal Trainer, ich buche den Kunden 8-mal im Monat ein und 7 davon wird auf jeden Fall daran verdient. Wie auch da kundenfreundlich natürlich argumentieren in den AGBs, aber ich glaube, dafür sollte auch jeder Kunde Verständnis haben. Absolut. Und auf Dauer zeigen müssen. Also es ist ja wichtig, auch erstmal von der Ausgangsbasis her, Personal Training muss in meinen Augen immer eine Win-Win-Situation sein. Das heißt, der Klient freut sich auf mich und ich freue mich auf den Klienten. Wenn das gegeben ist, kann es im Grunde genommen selten zu kurzfristigen Absagen kommen. Das heißt, meine Klienten freuen sich ja auf das Training. Es ist ihnen wichtig und das erkläre ich ihnen auch zu Beginn der Zusammenarbeit. Mir ist es wichtig,
dass es ihnen wichtig ist. Das hat was mit Verbindlichkeit zu tun. Und wenn ein Klient unverbindlich ist, dann trainiere ich mit ihm nicht zusammen. Das sage ich ihm von vornherein klipp und klar. Weil der Kehrschluss ist ja, ist er verbindlich, sagt er keine Trainings ab. Und meine Klienten machen beispielsweise im Januar Termine für mindestens 6 Monate, in der Regel 12 Monate. Und die stehen wirklich fest. Höchst selten wird dort ein Termin abgesagt, vielleicht wegen einer Geschäftsreise oder ähnlichem. Und das kann immer vorkommen. Das heißt, macht der Klient ein klares Commitment, und wir sind ja nicht der Spielball unserer Klienten, so wie du gesagt hast, ja, heute habe ich mal Lust auf Training und aber nächste Woche irgendwie nicht so richtig. So funktioniert Personal Training nicht. Personal Training findet regelmäßig statt, ein-, zwei-, dreimal die Woche, je nachdem, was für ein Budget da ist und was der Klient an Zeit hat. Punkt. Und das wird auch nicht groß verhandelt, sondern das ist wichtig und das steht im Terminkalender drin. Und wenn wir das dem Klienten klar kommunizieren, dann ist es natürlich sinnvoll, AGBs zu haben, wo das nochmal drinsteht. Kurzfristige Absage innerhalb von 24 Stunden wird eine Trainingseinheit berechnet und so weiter und so fort. Aber dann kann man auch hier mal kulant sein, wenn der Klient einmal im Jahr anruft und sagt, Herr Kies, es tut mir leid, ich habe heute Abend einen wichtigen Termin reinbekommen oder meine Frau hat irgendwie eine Geburtstagseinladung mir heute erst gesagt, die uns wichtig ist, kann ich kurzfristig das Training absagen? Dann werde ich doch einem Klienten, der sonst jede Woche zweimal trainiert und noch nie abgesagt hat, das Training nicht berechnen. Würde ich mich ja albern machen. Und deswegen ist diese Verbindlichkeit gut und habe ich das geklärt? Funktioniert alles. Also ich habe Absolut. bis heute in 20 Jahren mit kurzfristigen Absagen im Grunde genommen nie Stress gehabt. Oder wenn es zu Stress gekommen ist, war die Zusammenarbeit oft schnell beendet und dann war es auch gut so. Ja, leider kann man sich den Luxus vielleicht anfangs nicht so leisten, wenn man beginnt und man Richtig. kämpft um jeden Kunden. Aber ein schönes Wort ist, glaube ich, gegenseitige Wertschätzung. Absolut. Wenn die nicht gegeben ist, macht es keinen Sinn. Und du sagtest im Genau. ersten Teil, so schön, wir haben eine Menge Einfluss. Und was nicht erwähnt wurde, wir haben eigentlich wesentlich mehr Einfluss auf die Gesundheit unserer Klienten als deren Hausarzt, ne? Sagen wir gerne mal Hausarzt oder Arzt Definitiv, allgemein, weil wir haben nämlich mit den Leuten vielleicht im Monat 4 bis 12 Mal Kontakt und mit ihrem Arzt vielleicht 2, 3 Mal im Jahr. genau. Und da kann man vielleicht mal einhaken, der Hausarzt, der auf Terminbasis arbeitet, wenn dem jemand absagt, der kann locker jemanden dazwischen schieben. Wir können höchstens 4, 5 Personen am Tag einplanen. Wenn davon eine Person wegfällt, dann können wir keinen nachrücken, weil wir vergeben diesen Zeitpunkt ja fest für diesen einen Kunden Genau. und können nicht so wie der Arzt immer wieder jemanden nachschieben, weil wir uns eben auf so wenig Leute fokussieren. Und Genau. darum auch der Wert, wie du es im ersten Teil beschrieben hast. Ja. Gehen wir mal aufs Marketing ein. Was sind so deine Top 5 für Personal Trainer, um an neues Klientel zu kommen? Also das wichtigste Marketinginstrument bin ich. Das muss jeder Trainer verstehen. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir an uns arbeiten, an allererster Stelle. Wir uns als Persönlichkeit weiterentwickeln. Das ist das A und O. Und natürlich ist ein wichtiges Marketinginstrument an zweiter Stelle, oder ich will das gar nicht so an erster oder zweiter Stelle sagen, aber mindestens gleichwertig unser Klient. Das heißt, leiste ich gute Arbeit bei meinen Klienten, bekomme ich Empfehlungen. Und Empfehlungsmarketing ist und bleibt weiterhin das entscheidende Akquiseinstrument, worüber ich meine neuen Klienten bekomme. Und nehmen wir mal an, meine Klienten bekommen mit, Herr Kies, oder ich habe Bedarf an Klienten, warum auch immer. Oder sie bekommen es nicht mit, dann spreche ich meine Klienten an und frage sie, ob sie vielleicht eine Empfehlung haben. Dann sprechen meine Klienten immer eine Empfehlung aus. Das Schöne ist ja, trainiere ich mit Menschen zusammen, die sich mich leisten können, die gerne mit mir zusammenarbeiten. Arbeiten, dann haben die ja in ihrem Freundes-, Bekannten-, geschäftlichen Umfeld auch Menschen, die so ähnlich ticken wie sie. Also wird derjenige vermutlich mit mir wiederum gut klarkommen, kann sich das vermutlich auch leisten. Also sprich, dieses Empfehlungsmarketing ist so wichtig und elementar. Das heißt, ich muss am Klienten gute Arbeit leisten. Er muss begeistert sein, er muss sich freuen, dass der Ruben heute Morgen vor der Tür steht und mit ihm trainiert. Das ist doch das A und O. Und wenn ich das geschafft habe, ist das das A und O und das Wichtigste im Bereich Marketing und Akquise. Und natürlich kann ich jetzt schauen, was zählt alles dazu, einen Klienten begeistert, zum begeisterten Fan von mir zu machen. Und das sind dann oft Marketing-Tools,
die gar kein Geld kosten. Das ist ja das Verrückte. Ich werde übrigens dazu auch noch einen Blogbeitrag machen, beziehungsweise einen Podcast machen. Welche Marketinginstrumente gibt es, die mich wirklich keinen einzelnen Euro kosten? Und da gehört sowas wie Begeisterung, Leidenschaft dazu. Dazu gehört, das Training abwechslungsreich zu gestalten. Dazu gehört aber eben auch genau hinzuhören, zuzuhören, was mir der Klient erzählt hat, damit ich das nächste Training besser vorbereiten kann. Da gehört auch manchmal dazu, Dinge, die gar nicht ausgesprochen werden, trotzdem in die Hand zu nehmen. Also mitzubekommen, dass ein Klient vielleicht mal den und den Wunsch hat, irgendetwas zu machen oder von irgendetwas träumt, und ich halte diesen Traum wach, indem ich ihm ein tolles Geschenk mache oder irgendwann im Training mit ihm bestimmte Komponenten trainiere, damit er das und das schafft. Beispielsweise es geht um Stabilität und er will irgendwie reiten lernen. Keine Ahnung, also ich komme gerade auf Reiten, weil ein Klient zu mir sagt, er träumt davon, irgendwann mal reiten zu lernen. Also werde ich im Training, ohne dass ich das ganz bewusst mit ihm thematisiere, viel tun, um Rumpfstabilität aufzubauen, grundsätzlich gute Körperstabilität, gutes Körperfeeling zu haben. Und irgendwann werde ich mit seiner Frau einen Deal machen, dass ich ihm ein Pferd hinstelle, was wir uns ausleihen, und dann wird er sich draufsetzen und losreiten. Da holen wir noch eine Reittrainerin dazu. Mhm. Und solche Dinge, das ist für mich wichtig als Marketinginstrument, mit den Klienten immer dafür zu sorgen, dass sie wissen, das Highlight in der Woche ist der Ruben, ist der Egenhard, ist der Paul, ist die Eri, ist die Rabea, wie auch immer der Trainer oder die Trainerin heißt, das ist wichtig für mich und deswegen trainiere ich mit denjenigen zusammen. Bevor ich komplett in der Dunkelheit verschwinde, ich gehe mal ganz kurz an meine Lichtquelle weiter ran, red bitte weiter. Ja, natürlich ist auch ein wichtiges Marketinginstrument die eigene Homepage. Also ich denke, diese zwei, oder ich sage immer so, 99% unserer Marketing ist ein der zufriedene Klient, also sprich, ich bekomme Empfehlungen, und das andere ist, eine gut positionierte Internetseite zu haben, die ansprechend ist, die informativ ist, die aber auch kurz ist, schnell aufgerufen werden kann, in jedem oder auf jedem Medium, auf jedem Instrument funktioniert. Das sind so die zwei wesentlichen Dinge. Sehr schön. Dann belassen wir es auch gerne bei den zwei wesentlichen Dingen, weil das ist eine Menge, zum Reflektieren, würde ich sagen, weil da geht es sehr viel um mich selber, um meine Persönlichkeit. Ja. Klar, die Internetseite, das kann man outsourcen, aber der erste Punkt mit dem Empfehlungsmarketing und ich als Person gibt den Leuten, glaube ich, erstmal genügend Anstoß. Was sollte einem Personal Trainer bewusst sein, welche Verantwortung er mit diesem Beruf Personal Trainer trägt? Ich persönlich bin davon überzeugt, dass das unser zukünftiges Kernthema sein wird und unsere Hauptherausforderung in unserer Branche, dass wir Personal Trainer wieder verstehen, was Personal Training ist, dass Personal Training eben nicht einfach nur handtuchhaltend im Fitnessstudio ist oder durch den Wald zu joggen mit einem Klienten oder einem Slingtrainer mit dem Klienten zu trainieren. Natürlich tun wir das, aber es gehört eben viel, viel mehr dazu. Und dementsprechend müssen wir uns dieser Verantwortung bewusst sein, dass wir von Klienten auch deswegen gebucht werden, in der Ganzheitlichkeit ihn ich spreche auch gerne davon, möglicherweise ein verändertes Verständnis von Gesundheit mit auf den Weg zu geben. Wir trainieren manchmal mit Klienten 15 Jahre, mein längster Klient jetzt seit 18,5 Jahren. Zweimal die Woche komme ich zu ihm und das ist Training und das ist Reden über Gott und die Welt. Das ist Austausch, das ist Erfahrungsaustausch, das ist manchmal das Reflektieren über das eigene Leben, über das Leben der Familie oder über die Probleme, die in der Familie oder im Unternehmen existieren. All diese Themenbereiche kommen dazu. Und es gibt ja für mich, wie auch im Premium Club, ein Slogan: das Beste für Körper, Geist und Seele. Und das drückt es letztendlich in der Quintessenz aus. Wir sind nicht nur für den Körper da, als Personal Trainer, sondern in einem gesunden Körper wohnt auch ein gesunder Geist. Den Spruch, denke ich, kennt jeder. Und es ist wichtig zu verstehen, dass wir auch dafür zuständig sind, dass es unseren Klienten mental gut geht, dass es unseren Klienten psychisch gut geht. Und ich möchte es vielleicht auch noch an einem Beispiel ausdrücken. Vor 14 Jahren kam am 19. Januar haben wir 14-jähriges Jubiläum, kam ein Klient zu mir, der wog 154 Kilo. Der konnte 30 Sekunden am Stück gehen und er war danach physisch am Ende. Ich hatte wirklich keine Ahnung, was ich mit dem Menschen überhaupt machen soll, weil ich konnte ihn weder auf den Fußboden legen, der wäre nie mehr hochgekommen. Der war
körperlich in einem Zustand, wie es quasi nicht vorstellbar ist. Und ich habe irgendwann verstanden, dass kein Mensch 154 Kilo wiegt vom vielen Essen. Das heißt also, meine ersten Gedanken, meine ersten Ideen, ja, natürlich muss er seine Ernährung ändern und natürlich muss ich mit dem Krafttraining und Ausdauertraining machen, was gar nicht ging. Das war viel zu kurz. Das heißt, ich muss ganz andere Dinge reflektieren, ich muss ganz andere Themen mit ihm thematisieren, wenn ich ihm wirklich helfen will. Und das ist für mich Personal Training. Alles andere ist Training, ist vielleicht individuelle Fitnessbetreuung. Die bietet in der Regel ein sehr gutes Fitnessstudio. Wir sind Personal Trainer. Wir haben viel mehr Verantwortung. Und die Klienten, auch wenn sie es vielleicht im ersten Moment gar nicht wissen und sich gar nicht vorstellen können, wenn sie zu uns kommen, aber irgendwann werden sie es spüren und genau das lieben lernen. Ist ein schönes Schlusswort. Dabei könnten wir eigentlich den zweiten Teil mal so stehen lassen. Wir unterhalten uns in Zukunft nochmal zu dem Thema und dann gehen wir auf andere Dinge ein bisschen ausführlicher ein, würde ich vorschlagen. Freue ich mich. Ich mag aber so Beispiele aus der Praxis sehr gerne. Ich wollte noch kurz sagen, also wir sind, wie du sagtest, wesentlich mehr als ein Begleiter bei einem Workout. Genau. Aber nicht mal das habe ich letztens in einer deutschen Fitnessstudio-Kette mit anschauen müssen, wo der Personal Trainer seinen Klienten losgeschickt hat, hol mal die Matte, hol mal die Gewichte, bring mal die Gewichte wieder weg. Wo ich echt da war, also ich habe da mein eigenes Training und habe gedacht, was ist denn hier los? Süß, es ist, oder? Ist immer einfach, mit dem Finger auf andere zu zeigen, aber es ist tatsächlich geschehen. Es ist einfach nicht richtig. Darum muss es einfach mal erwähnt werden. Leute, das könnt ihr nicht machen. Okay, das könnt ihr nicht bringen. Sind Dienstleister. Ja, genau, das geht nicht. Weil dann das ist das, womit man dann als wahrer Dienstleister zu kämpfen hat. Wenn man einen Ersttermin hat und der Kunde sagt dann bei den, vielleicht am Ende, die Preise liegen auf dem Tisch, sagt er, ja, aber bei mir im Fitnessstudio, da wird das für 50 Euro angeboten. Ja, da musst du auch deine Gewichte selber holen. Ja. Naja. Ist ein kleiner Baustein, aber der kommt mit dazu, ist richtig. Einer von vielen, ja. Genau. Alles klar, Egenhard, vielen Dank. Du hast gerne am rum. Ende vom ersten Teil schon mal erwähnt, wo man dich im Internet finden kann. Wenn Leute mehr über dich erfahren möchten oder über mehr Input von dir haben wollen, wo finden sie dich im Internet? Also unter www.eginhard-kies.de, was wie gesagt sicherlich in den Shownotes bei euch nochmal verlinkt ist, findet ihr meine eigene Internetseite mit Blogbeiträgen und dort findet ihr auch meinen Podcast, den ich in etwa alle 2 Wochen mit einem neuen Thema füttere. Und ansonsten www.premium-personal-trainer.club bin ich zu finden und ansonsten bei Facebook und einfach mich kontaktieren, wenn es Fragen gibt. Wunderbar. Vielen Dank, Egenhard. Noch einmal und ich hoffe, wir hören uns mal wieder zum zweiten Teil und da werde ich eine bessere Lichtquelle finden, damit man mich besser sehen kann. Man sieht mich nur durch den Screen gerade, durch das Bild. Bei mir ist leider schon nachts. Ja, ich freue mich, Ruben, und ich wünsche dir auch beruflich weiterhin viel, viel Erfolg. Du bist auch ein großes Vorbild für viele Kollegen in der Branche. Wir danken dir. Ich danke dir. Danke, danke an alle Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst. Wiederhören. Ciao. Ciao.